Kai Klefisch, zuletzt ging ihre Mannschaft Viktoria Köln zweimal in Folge als Verlierer vom Platz. Woran lag das Ihrer Meinung nach? Ja, wir kriegen irgendwie unser Spiel im Moment nicht so durchgezogen, wie wir das wollen. Wir bereiten uns immer top vor auf die Partien, sind immer gut eingestellt, aber ich weiß auch nicht genau, woran es jetzt liegt. Unabhängig davon läuft es für Sie persönlich ja relativ gut. Sie konnten bislang alle 8 Pflichtspiele in der dritten Liga für Viktoria bestreiten. Was können Sie der Mannschaft vielleicht mitgeben? Ja, klar. Jeder muss sein Bestes geben. Also jeder muss 100% geben. Alle an unserer Einstellung arbeiten, als Team zusammenrücken, wie schon gesagt. Und ja, ich glaube, wenn wir alle unser Bestes geben, wir haben eine super Mannschaft, wir haben super Spieler. Wir können gut im zusammenspielen, das haben wir in den Spielen davor gezeigt und auch im Training immer wieder, dass wir bewiesen, dass wir eine Top-Mannschaft sind. Und ja, das muss irgendwie, wir müssen uns ja jetzt gemeinsam rauskämpfen und nicht jeder einzeln, sondern als Team zusammen. Und warum glauben Sie, dass das gegen den MSV Duisburg gelingen wird? Ich glaube, Duisburg ist ein Gegner, der uns ganz gut liegen kann. Ist auch eher eine Mannschaft, die mitspielt.